Das Hammerspiel überhaupt der zweiten Fußball-Bundesliga steht an. Der HSV empfängt den VfB Stuttgart. Erster gegen Zweiter, ein Punkt Unterschied in der Tabelle. Das kann ja eigentlich nur ein Fußballfest werden, aber es ist auch was ganz Besonderes im Nachgang noch gesehen. Nämlich am Dienstag, also in 3 Tagen, treffen die beiden Mannschaften im DFB-Pokal auch nochmal aufeinander, auch wieder im Volksparkstadion. Das ist ein Ding, das ist einzigartig. Ja, das hat es so in der Form zumindest beim HSV auch noch nicht gegeben. Und man freut sich natürlich schon auf packende, geile und richtig heftig geile, super, super tolle, geile Spiele. Ja, und im Vorwege wurde natürlich auch schon ein bisschen drüber geredet. Der HSV hat natürlich in Form von Dieter Hecking, also von dem Trainer, schon gesagt, ja, bei Stuttgart muss man ein bisschen aufpassen. Haben auch ja stückweise einen recht hochkarätigen Kader, sind in die zweite Fußball-Bundesliga abgestiegen in der vergangenen Saison, weil sie in der Relegation gegen Union Berlin verloren haben und wollen jetzt natürlich den direkten Wiederaufstieg. Also beim HSV hat man das Ganze relativ neutral, ja, schon mal angeschaut, das ganze Ding, und ja, wird auf jeden Fall wohl nicht sehr einfach, aber es ist nichts unmöglich. So wie immer im Fußball, ne? Im Fußball ist nichts unmöglich. Das Einzige, was da möglich ist, ist, dass irgendwann das Spiel angepfiffen und auch wieder abgepfiffen wird. Beim VfB Stuttgart hat man sich natürlich auch schon vor dieser Partie zu Wort gemeldet, und zwar in Form von dem VfB-Spieler Mario Gomez, nämlich der Typ hier, genau. Ja, ich muss noch mal kurz, entschuldigt bitte, ich muss mal eben ganz kurz gucken. Mario Gomez. Warte mal, Gomez. Ja gut, ist ja auch egal. Mir fällt es bestimmt wieder ein. Auf jeden Fall hat er sich geäußert und hat gesagt, ich glaube, dass wir beide Spiele gewinnen werden. Wir haben auf jeden Fall das Potenzial dazu. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um gegen Hamburg zu spielen. Es ist ein guter Moment, um eine Antwort nach den beiden Heimniederlagen zu geben und unser wahres Gesicht zu zeigen. Ja, das hat er öffentlich gesagt, der Mario Gomez. Mario Gomez. Mario Gomez, mein Gott, wer war denn das nochmal? Mann, du. Ich muss mich einfach mal besser auf meine Videos vorbereiten. Mario Gomez. Mario Gomez. War das nicht irgendwie... Also, naja, gut. Steht ja in dem Artikel, er sei VfB-Spieler. Also die Klofrau aus Stuttgart kann er nicht sein. Sei denn, naja, sie wollen ein bisschen Geld sparen in Stuttgart und irgendwie mit der Klofrau auflaufen. Nee, warte mal, das ist doch der Platzwart, der da den Rasen mäht, ne? Oder der Busfahrer? Hm. Mario Gomez. Ich komm noch drauf. Mario Gomez. Ach ja, stimmt, ja! Ja, stimmt, ja! Mario Gomez, jetzt weiß ich's wieder! Das ist doch der Typ, der diesen Spitznamen hat! Chancentod! Der bei der deutschen Nationalmannschaft, also mit der deutschen Nationalmannschaft, er alleine im Guinness-Buch der Rekorde steht, weil er aus 30 Zentimetern Entfernung ohne Torwart es schafft, über das Tor geschossen zu haben. Unangefochten steht er damit im Guinness-Buch der Rekorde. Das hat nach ihm wirklich kein Mensch geschafft. Der Mario Gomez, stimmt ja! Warte mal, was hat er gesagt? Ich glaube, dass wir beide Spiele gewinnen werden. Wir haben das Potenzial dazu. Mario Gomez, alter Schwede! Oh mein Gott! HSV, bloß nicht antreten, dann wird die Niederlage nur 3:0 gewertet. Die haben immerhin Mario Gomez. Oh mein Gott. Oh, ich hab schon bei dem Namen Angst. Jetzt weiß ich auch wieder, wer das ist. Mario Gomez. Der alte Chancentod.
Reiß da erstmal schön die Schnauze auf, anstatt er das alte Fressloch dazu benutzt, wofür es gedacht ist, zum Nahrung aufnehmen. Das ist doch der Wannemann mit Ende 30-Jährige, der Chancen tut, der überhaupt nichts auf die Reihe kriegt. Oh, lieber HSV, bitte passt doch auf. Ihr müsst Mario Gomez mindestens mit 8 Mann decken. Oder gleich mit 11, lasst das Tor hinten frei, weil das trifft er ja eh nicht. Aber sonst ist er bestimmt ein hervorragender Fußballer. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss mir hier gleich in die Hose. Oh, ich kann nicht mehr. Ich schlotter schon vor Angst vor Mario Gomez. Der wird den HSV bestimmt mindestens mit 12 Toren abschießen. Aber so einen kleinen Tipp hätte ich für Mario ja trotzdem. Für Super Mario. Naja, rot gekleidet ist er ja auch schon. Fehlt nur noch die Klempnermütze. Also einen guten Tipp habe ich für ihn, ja. Einfach mal das Maul halten, Mann. Du alter Chancentod. Du kriegst nichts auf die Reihe. Du hast schon eine Lachnummer in der Nationalmannschaft. Und jetzt so das Maul aufreißen. Ist das dein Ernst oder was? Nachher im Volkspark. Da steht 12 Mann. Ja, 11 auf dem Platz und der 12. Mann ist auf den Rang. Fang gleich an zu spucken hier doch. Kriegst du einen Blutdoktor? Was reißt mir denn so die Schnauze davor auf? Ich hoffe, dass ihr eine richtige Packung kriegt vom HSV. Und zwar heute in der Liga und am Dienstag im Pokal. Und dann bin ich mal gespannt, was du dann aus deiner Fressluke da irgendwie rausbringst. Gegenüber irgendwelchen Reportern da. Meine Fresse nochmal. Aber meinetwegen soll's so sein. Konzentrier du dich mal auf solche Interviews, ja, und nicht aufs Fußballspielen. Weil davon hast du eh keine Ahnung. Vielleicht bist du irgendwann mal Fußballexperte oder irgendwie sowas. Ihr werdet schon sehen, was das wird. Um 13 Uhr heute geht's los. Und dann wird der HSV erstmal schön Stuttgart wegnaschen. Da wird Stuttgart schön wegrasiert. Und du solltest dich vielleicht umschulen lassen. Vielleicht bist du wirklich Klempner. Kannst bei Nintendo anfangen. Hashtag Werbung. Können Sie über dich ja irgendwie so ein Spiel oder sowas machen, wo du dann auch durch die Gegend läufst, irgendwelche Steine von unten anspringst und dann irgendwelche Pilze irgendwie einnimmst, damit du größer wirst. Alter Schwede, du. Der ist Chancentod. Ihr werdet schon sehen, was Sache ist. Der HSV ist richtig geil drauf. Und er wird euch auch mal zeigen, wer überhaupt auf Platz 1 gehört. Da, wo nämlich jetzt auch der Erstplatzierte ist, nämlich der HSV. So sieht das nämlich aus und nicht anders. Stuttgart. Wer ist denn schon Stuttgart? Sind das nicht die, die letzte Saison da so scheiße gespielt haben und dann noch in der Relegation verloren haben, abgestiegen sind? Zu Hause gegen Wiesbaden und Kiel verloren haben? Meinst du das Stuttgart? Ja, das Stuttgart, was so hohes Potenzial hat, um gegen den HSV beide Spiele zu gewinnen? Ist das wirklich dein Ernst oder was? Muss ich glatt husten hier, du, ist ja unglaublich, du, Mario Gomez. Na ja, gut, liebe Stuttgarter, aber auf jeden Fall, ein Vorteil hat's für euch ja. Ihr seid jetzt mal für ein paar Tage zu Gast in der schönsten Stadt auf dieser Welt, ja, und kommt mal raus aus eurer tristen Betonbude da, aus dem Stuttgart, und könnt euch mal eine schöne Stadt angucken. Zwischendurch 3 Tage lang die Wunden lecken, dann gibt's halt eben nochmal eine Ohrfeige am Dienstag und dann könnt ihr ja beruhigt wieder nach Stuttgart fahren. Und ich hoffe, dass die Reporter nach den beiden Spielen sich nochmal hier mit Super Mario unterhalten werden. Ne, wenn er dann mal wieder aus, vielleicht kannst du ja deinen eigenen Guinness-Buch der Rekorde-Rekord brechen. Vielleicht schaffst du es jetzt ja nicht aus 30, sondern nur aus 5 Zentimetern. Ohne Torwart, wenn der Ball direkt vor der Linie liegt, noch übers Tor rüber zu schießen. Wie schaffst du es ja? Also ich meine, das ist natürlich auch ein Erfolg. Das muss man natürlich auch irgendwo würdigen. Das wird nach dir auch niemand anderes mehr schaffen. Das ist so unglaublich. Und der reißt die Schnauze auf. Das ist echt nicht zu glauben. Naja, wir werden es sehen. Ne? Der HSV ist auf jeden Fall gewarnt vor Super Mario. Und dann wollen wir mal gucken, ne? Am Ende wird die Messe gelesen, meine lieben Freunde. So sieht das aus. Und selbst wenn der HSV verliert, ja, dann ist das halt eben so. Aber der HSV, der hat sich wenigstens noch neutral geäußert. Was man auch aus der Vergangenheit so nicht kennt. Da hat der HSV sicherlich auch schon den einen oder anderen Bock geschossen. Aber das, Mario,
solltest du vielleicht noch mal üben. In diesem Sinne, auf 3 Punkte. Nur der HSV, und zwar für den HSV. Die Punkte bleiben im Volkspark. Und am Dienstag wird der HSV gegen Stuttgart eine Runde weiterkommen im DFB-Pokal. So sieht das Ganze nämlich aus. Was meint ihr denn? Wie wird das Spiel ausgehen? Schreibt es unten in die Kommentare. Bin mal gespannt. Und dann wollen wir mal sehen. Wie schon gesagt, am Ende wird die Messe gelesen. Haut rein. Auf geht's, Hamburg! Kämpfen und siegen!